Mein Name ist Matthias Maschke, bin der Chefarzt der Abteilung für Neurologie mit Frührehabilitation. Sie verlegen Ihr Handy und finden es in irgendeiner Jackentasche wieder. Wenn Sie aber das Handy an ungewöhnlichen Orten wie im Kühlschrank wiederfinden würden, wäre es eher ein Zeichen für eine Demenz, wenn Orientierungsstörungen mit dazukommen, andere Fähigkeiten des alltäglichen Lebens eingeschränkt sind, dann sind es Anzeichen für eine über das Altersmaß hinausgehende Störung. Und sobald sie alltagsrelevant ist, spricht man dann von einer Demenz. Diese alten Begriffe, die es vor 20 Jahren gab, wie Altersdemenz, dass ein älterer Mensch einfach das bekommt und man kann nichts dagegen tun. Das ist mittlerweile auch bei den Kollegen in der Allgemeinmedizin so, dass die versuchen, möglichst frühzeitig eine Diagnostik zu machen und die Patienten weiterzuleiten. Der erste Schritt, wenn ich nicht sicher bin, ob es jetzt was ist, ist beim Hausarzt die normale Untersuchung. Ich gucke erstmal, ob nicht vielleicht was anderes vorliegt, zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen können Gedächtnisstörungen machen, bestimmte Medikamente können die machen, machen eine richtige Anamnese. Dann gehe ich im nächsten Schritt zum Neurologen, Psychiater oder auch zum Geriater. Und der macht dann noch eine körperliche Untersuchung, Kernspintomographie, Laborwertuntersuchungen und eine Nervenwasseruntersuchung. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen der Demenz. Wenn man die häufigste Form sich anschaut, die Demenz vom Alzheimer-Typ, dann ist es so, dass sich Eiweißstoffe, die giftig sind, ablagern im Gehirn, die stören die Nervenfunktion, die Verbindungen der Nerven und dadurch gehen Nervenzellen unter, werden immer weniger. Behandlung ist eigentlich eine medikamentöse und eine nicht-medikamentöse Behandlung. Nehme ich jetzt wieder das häufigste Beispiel, eine Alzheimer-Erkrankung, dann habe ich dafür 4 unterschiedliche Medikamente, die zugelassen sind. Die führen dazu, dass das Gedächtnis durchaus etwas besser werden kann oder es auch ein bisschen langsamer schlechter wird. Und das andere wäre das Nicht-Medikamentöse. Und da gibt es ganz gute Hinweise, dass unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel Sport, regelmäßige Bewegung, über 1 Stunde am Tag, schon 20 Minuten am Tag, verbessern das Gedächtnis auch bei Menschen mit Demenz. Die Ernährung ist wichtig, dass sich das Schlagwort mediterrane Ernährung, viel mit Olivenöl, Gemüse, weniger Fleisch, Obst. Also Demenz spielt mittlerweile eine größere Rolle und je älter die Gesellschaft wird, desto eher spielt es eine Rolle. Also das heißt, wir haben zunehmend Menschen, die in unterschiedlichen Stadien der Erkrankung den Weg suchen, vornehmlich mal ambulant hier in die Sprechstunde, aber genauso auch in anderen Abteilungen hier im Krankenhaus mit Demenz aufgenommen werden, operiert werden müssen, also fürs Krankenhaus schon insgesamt auch außerhalb der Neurologie eine große Rolle spielt.